Herr Schmidt, vielleicht ein Wort noch zu Hakan Çalhanoğlu. Der hat ja heute nicht zum ersten Mal den Türöffner gespielt mit seiner überragenden Freistoßtechnik. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das hat jeder gesehen. Ja, man weiß natürlich, wenn es in so einer Situation oder in dem Bereich einen Freistoß gibt, dass das eine sehr, sehr gute Chance für uns ist. Und ja, das ist außergewöhnlich, was Hakan da macht. Und ja, so wichtig, dass man Spieler hat, die individuelle Fähigkeiten haben. Und dann hat Hakan wieder gezeigt, dass er ja, in der Lage ist, nicht nur wegen seines Tores, auch insgesamt finde ich, dass er heute ein sehr agiles Spiel gemacht hat, unglaublich viel für die Mannschaft gearbeitet hat und hat sich dann natürlich selber auch noch belohnt mit dem Tor. Deshalb war das wichtig, in der Phase des Spiels eben halt in Führung zu gehen. Aber ich finde, dass wir auch andere sehr gute Spieler heute auf dem Platz hatten. Würde dann an der Stelle ganz gerne auch den Stefan Reinhardt loben, weil er einfach jetzt sehr lange warten musste, ich ihm auch nicht gerecht werden konnte, ihn öfter spielen zu lassen und so aus dem Stand dann in so einem wirklich intensiven Spiel so eine gute Leistung zu bringen, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Andreas Schirmer. Also zwei Personalien interessieren mich auch nochmal. Lars Bender, der ja kurzfristig nicht dabei war. Dann Julian Brandt, der ja ein Tor nach dem anderen schießt, auch wenn er eingewechselt wird. Nur eingewechselt in Anführungsstrichen. Und die dritte Frage ist, Mönchengladbach nächste Woche. Ist das jetzt schon so ein, vielleicht sogar das Finale? Ja, ich würde sagen, vor diesem Spieltag war das Finale bestehend aus vier Spielen. Also, dass wir jetzt eine gute Situation haben, dass wir es weiterhin in der eigenen Hand haben, das war wichtig heute, unabhängig davon, wie Gladbach morgen spielt. Wer war der Erste, den ich beurteilen sollte? Lars Bender, ja, der hat sich gestern beim Abschlusstraining fast mit der letzten Aktion eine leichte Verhärtung im Oberschenkel zugezogen, deshalb haben wir ihn rausgenommen, war nicht bei 100%. Ja, Julian Brandt war hart heute für mich, die Entscheidung zu treffen, dass ich ihn nicht von Anfang an spielen lasse an seinem Geburtstag, aber aus meiner Sicht die richtige Entscheidung und ich finde es besonders gut, dass er in der Lage ist, immer halt bei aller Motivation von Anfang an spielen zu wollen, dann auch so eine Situation annimmt und dann auf den Platz geht und dann einfach Vollgas gibt und ja, das hat er großartig gemacht. Er hat, glaube ich, fast die gleiche Situation im DFB-Pokalspiel gehabt in der 120. Minute. Ich glaube, ich würde sagen, auf einen Millimeter aus der gleichen Position geschossen. Damals war der Tank leer, da hat er, glaube ich, in den Oberrang geschossen. Heute war der Tank voll, hat ihn reingeschossen, war natürlich ein sehr schönes Tor.